Genau, man entwickelt sich weiter. Übrigens ist es heute für uns ganz schön schwierig hier zu spielen, denn als Musiker, heute ist ja Wahltag, wir dürfen ja nichts spielen, was euch eventuell beeinflusst. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt von Stones Angie spielen würden, wäre das schon Wahlbeeinflussung. Das heißt Angie. Ja, da müssten wir im Gegenzug dann auch spielen, über sieben Steinbrücks musst du gehen. Das wäre also ein Programm, was dann, sage ich mal, weiß nicht, ob das uns Spaß machen würde. Da müsste man auch noch den Soundtrack von Pirates of the Caribbean spielen. Wart ihr wenigstens alle wählen? Wart ihr schon alle wählen? Wir haben ja die letzte halbe Stunde oben mitgeholfen im Rathaus beim Auszählen, aber wir dürfen nichts verraten, wir dürfen nichts verraten, wir sind verschwiegen. Das heißt, wie gesagt, damit wir keinen beeinflussen, die Wahl läuft ja noch genau 32 Minuten, spielen wir was Neutrales, einen alten Klassiker. Wir machen mit euch zusammen einen schönen Country-Kurzurlaub an der Ostsee. Wer war schon mal an der Ostsee? Herrlich, fast alle. Das haut hin. Wir sind jetzt auf der Insel Rügen im FDGB Heim zur Schmalmuschel und dort kommt dieser Song her. Ein Country-Klassiker und der geht so. One, two, three. Hallo, hey, hey, hey.